Jo, geht schon, gehen wir. Auf geht's, aufstehen, raus aus den Federn. Wir starten wieder aktiv in den Tag hinein. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Recht herzlich willkommen zu unserer täglichen gemeinsamen Bewegungseinheit. Warum sage ich täglich? Für alle, die es noch nicht wissen, auf Krone TV turnen wir auch Samstag und Sonntags. Das ist das Feine. 7 Tage die Woche. Gut, erste Übung für den heutigen Tag. Wir gehen einmal in die leichte Grätsche. Schauen, dass wir wirklich aufrecht stehen, der Nabel zieht nach innen, die Beine leicht abgewinkelt, wir stabilisieren über die Muskulatur, wir machen uns groß, setzen unser gewohntes Lächeln auf und jetzt beginnen wir hier ja, einfach mal so unsere Achter zu machen, ja, Handgelenksmobilisation, gleichzeitig wandern unsere Arme nach oben. Wir atmen ein und kommen mit der Ausatmung wieder nach unten und geht wieder nach oben. Ja, langsam beginnen, kann man natürlich einmal die Richtung auch wechseln, gehen nach oben, ja, nach oben gehen, atmen ein und kommen mit der Ausatmung wieder nach unten. So, wir gehen wieder nach oben und jetzt so ab der Mitte, um es zu intensivieren, machen wir so eine leichte Faust. Und auch mit der Faust, genau, da merkt man gleich, wird es intensiver, gell? In den Unterarmen, gehen nach oben, atmen ein und kommen mit der Ausatmung wieder nach unten. Und einmal geht es noch, beginnen wir gleich von unten, ja, unseren Achter zu machen. Arme wandern schön langsam nach oben, langsam. Beim nach oben gehen, einatmen und wir kommen mit der Ausatmung wieder nach unten. So, jetzt geht es um die feine Muskulatur rund um die Wirbelsäule, die dafür verantwortlich ist, dass wir aufrecht stehen. Und die kräftigen wir wie? Also die aktivieren wir, indem wir einfach hier beginnen so zu hacken. Ja? Stellen wir uns vor, wir machen da so unsere Übungen, hacken da mal so in einer Position. Dann natürlich können wir uns einmal in die eine Richtung bewegen und in die andere. Dann gehen wir mal nach oben, Richtung Mitte. Auf der anderen Seite wieder nach unten. Kommen wieder zur Mitte, gehen nach oben. Kommen wieder nach unten. Ja, gehen wir zur Seite, zur Mitte und nach oben geht schon, komm, gehen wir nach oben rauf, nach oben und seitlich rüber, nach unten gehen und weil es so schön ist, gehen wir noch einmal rüber auf die andere Seite und wandern noch hier, wandern nach oben zur Mitte. Kommen nach unten und jetzt probieren wir mal kurz, wirklich schnell, schnell, schnell. Jawohl, gleich, kurz. Ja, kleine Bewegungen zu machen. Sehr gut, super. So, nächster Schritt. Ja? Und zwar Ausgangsposition bleibt gleich. Jetzt gehen wir die Arme nach vorne und können uns vorstellen, wir ziehen ein Gewicht nach hinten. Das heißt, wir schieben die Arme nach vorne und ziehen hier nach hinten. Genau, schieben, also Schultergürtel kräftigen, Oberarm haben wir mit dabei, Nackenbereich. Ja? Also wirklich, Schulterblätter hinten zusammen und dann schieben wir wieder nach vorne. Ziehen nach hinten, schieben nach vorne. Und wenn ich natürlich jetzt auch die Oberschenkel gescheit anspanne, die Bauchspannung habe und nach hinten gehe und mir vorstelle, dass das Gewicht, was ich da ziehe, ja, das Gewicht schwer ist, dann wird es umso intensiver. Also da nach hinten ziehen, nach vorne schieben, ja, nach hinten, genau, Schulter, Nacken, Oberarme, haben wir alles mit dabei, gehen wir, komm, zieh nach hinten, jawohl, geh nach hinten, Schulterblätter hinten zusammenziehen, schiebe wieder nach vorne, genau, also Schulter, Nacken, Oberarme, angespannt, da die Oberarme, jawohl, Bauchspannung ist dabei. Gehen wir, komm. Und ich gehe nach hinten und da haben wir noch 7, 6, 5,
4, 3, 2 und 1. Huiuiui. So, Stoppel richten. So, nächster Schritt. Wir werden breiter von unserer Armposition. Und jetzt geht es aber darum, ja, Schulterblätter zu fixieren. Das heißt, wir kräftigen jetzt unseren Latissimus, den großen Rückenmuskel. Dazu werden wir breiter und ziehen ebenfalls nach hinten. Und genau da, ja, wo wir spielen. Also Schulterblätter fixieren, ziehen nach hinten, kräftigen. Genau, dass wir es da drinnen, da wollen wir es fühlen, spüren. Okay? Und auch hier wieder. Schauen, dass wir gut stehen. Oberschenkel können wir anspannen. Bauchspannung ist mit dabei. Und auch hier stellen wir uns vor, wir haben da wirklich ein Gewicht und es wird richtig schwer. Zieh nach hinten. Super. Hinten gehen. Jawohl, richtig kräftigen. Und da haben wir noch ein paar Übungen. Ja, da haben wir noch. Müssen wir noch ein bisschen dranbleiben. Sehr gut. Und nach hinten geht's. Genau, wirklich drauf achten. Körperspannung. Jetzt zieh nach hinten. Spann dann. Wieder nach vorne. Und geh nach hinten. Zack, ja genau. Und jetzt haben wir noch 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Kurz auslockern. Ja, bleiben beim Oberkörper. Und zwar Nackenmuskulatur, Schultermuskulatur. Stellen uns wieder hin. Entspannte Position. Ja, aber immer darauf achten auf die Körperspannung. Wichtig, nie so, ja, sondern richtig groß. Und seitdem, das heißt, wir heben hier nach oben. Achtung, Schultern ziehen wir nicht so nach oben. Schultern sind unten, wir ziehen nach oben, haben da praktisch unser Gewicht in der Hand und ziehen dieses nach oben. Und jetzt kann ich, so wie bei den Übungen auch zuvor, immer darauf achten, dass da die Körperspannung, wie gesagt, die Oberschenkel kann ich anspannen, die Bauchspannung, der Nabel zieht nach innen, die Oberarme sind angespannt. Ich stelle mir vor, ich habe da Gewicht und wie gesagt, umso intensiver werden die Übungen natürlich, ja. Kann man auch gerne jetzt, wenn ich möchte, Wasserflaschen oder Hantel nehmen. Gibt es ja einige, die damit durchgehen. So. Und jetzt hier nach oben. Atmung fließt. Ja, super. Umgehen. Schulter, Nacken, Armmuskulatur. Alles haben wir mit dabei, das kräftigen wir. Damit wir gut beieinander sind. Geht's noch? Ja, super, komm. Und ein paar haben wir noch. Ja, da beißen wir noch. Geht schon, komm, da geht noch ein bisschen was. Und wir haben noch 8. Ja, einer mehr. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und der letzte. 1. So, jetzt können wir ausschütteln. Den Oberkörper haben wir. Jetzt kommen wir eher zur Körpermitte. Ja, und zwar Lendenwirbelsäule mobilisieren. Dazu Hände Richtung Hüfte daher. Und jetzt beginne ich hier, mich nach vorne und nach hinten zu bewegen. Wirklich auch zart, also immer wieder sanft beginnen. Gell? Vor, zurück. So, und jetzt kann ich das Ganze intensivieren, indem ich, ja, Schambein entfernt sich vom Brustbein. Ich atme ein und wenn sich die beiden annähern, atme ich aus. Einatmen. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Ausatmen. Ein. Ja. Richtig öffnen und vorne wieder schließen. Ausatmen, einatmen, öffnen, jawohl, und nochmal ein, aus, und zweimal geht's noch, ein, aus, und der letzte, ein, aus. Super, so, jetzt kommen wir zu den Beinen, zunächst machen wir die Schwunggymnastik, ja,
Und dann geht es über in die Kräftigung. Kräftigung vorne, hinten, Oberschenkel, Außenseite. Aber zunächst, wie gesagt, schwingen wir hinein. Dazu immer wichtig, ihr kennt das. Wie? Genau, ein Bein gut verwurzeln. Stabiler Stand. Ich weiß, ich wiederhole es immer wieder, aber es ist wichtig. Man vergisst dann wieder drauf, wird schlampig. Und es ist ja total wichtig, dass wir die Übungen wirklich technisch super ausführen. Also schauen, dass wir gut verwurzelt sind. Jetzt löse ich aus. Und jetzt beginne ich hier ganz locker mal mit meinem Bein. Hoppala, ganz locker, genau. Und lasse schwingen. Ja, der Boden, der ist da ziemlich uneben. Da muss das Standbein schon richtig austarieren. Ja, ich kann mal klein beginnen. Wenn ich möchte, halte ich mich fest. Und dann kann ich hier größer werden vom Schwingen her. Und unser Standbein muss natürlich diese Bewegung jetzt irgendwie ausgleichen. Ja. Damit wir stabil stehen. Vor, zurück. Und wir kommen zur Mitte. Beinwechsel. Ja. Wieder gut verwurzeln. Hoppala, das ist ein Loch da erst. Ja. Ein schönes Platzl. Und wieder auslösen. Klein beginnen. Ja, und ich weiß, ich kenne diese Tage, wenn er kommt. Der innere Schweinehund, wenn er sagt, na, heute nicht. Der hat keine Chance, den nehmen wir mit auf die Turnmatte. Denkt immer wieder dran, ich mache das nur für euch. Ja? So wie jetzt, wir schwingen vor, zurück. Kann ich größer werden in der Profivariante? Einsteiger halten sich irgendwo fest, versuchen dann einmal auszulassen, loszulassen. Ja, und vor, zurück zu schwingen. Und wir kommen zur Mitte. So, jetzt haben wir gesagt, geht's über in die Kräftigung. Das heißt, Oberschenkel, Vorderseite. Bitte lasst euch wirklich Zeit, macht es langsam. Ja? Ihr könnt dazwischen immer wieder auch wechseln, euer Standbein. Das heißt, wir verwurzeln gut, lösen aus. Jetzt heben wir an. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Genau, da haben wir die Kräftigung. Super. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 und 1. Kurz auslockern und wieder schauen, dass wir gut stehen. Verwurzelt sind, anderes Bein, auch da wieder. Einsteiger, fortgeschrittene Profis ziehen nach oben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Super. Wieder auslockern. Jetzt haben wir dann unterer Rücken, Gesäß, hinterer Oberschenkel. Ja, stehen wir so seitlich hin. Wieder gut verwurzeln. Beinwechsel ist natürlich. Und auch da aufpassen, wir neigen uns nicht nach vorne, wie bei der Standwaage, sondern aufrecht. Jetzt gehen wir nach hinten und genau da wollen wir spüren. Unterrücken, Gesäß, hinterer Oberschenkel. Ja? Das heißt, wir haben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Kurz auslockern, auch immer wichtig dazwischen. Wir können auch gerne einen Schluckerl machen. Ja. Und wir wechseln unser Standbein. Anderes Bein jetzt. Ja, kommt zu euch. Ja, sehr schön. Gut verwurzelt und jetzt geht es auch da. Ja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. So, wir lockern aus. Jetzt geht es wieder über die Schwunggymnastik und zwar seitlich vorne vor dem Körper. Da brauchen wir wieder unser Standbein. Auslösen. Bitte korrigiert euch immer wieder. Schaut aufrecht die Körperhaltung und jetzt löse ich aus und beginne hier ganz locker von rechts nach links. Das Bein schwingen zu lassen. Jawohl.
ganz locker, easy going, von rechts nach links, schwingen wir hier, dann kann ich die Arme dazu nehmen, kann hier größer werden von meiner Bewegung, hoppala, ja, da kann es schon wackeln auch einmal, auch das gehört dazu. Und es gibt halt diese Tage, da geht es richtig gut, gell? Und dann gibt es die Tage, wo du wieder denkst, es kann ja nicht sein, bin ja ein Anfänger. Ja? Und wir kommen zur Mitte. So, andere Standbein. Ist aber auch beim Spitzensport so, es gibt nicht jeden Tag, ja, den optimalen. Das ist eher seltener. So, wieder auslösen. So, hopsi. Schwingen, dann steht in einer leichten Grube. Muss ich mich erst adaptieren an die Position, damit ich gut stehe. Und auch da wirklich schauen, dass wir aufrecht sind. Nicht irgendwie so buckelt, sondern aufrecht. Schwingen wir schon. Da sind wir, grüß Gott. Und da haben wir noch 5, 4, 3, 2 und 1. So, Kräftigung ist wieder angesagt. Was haben wir gesagt? Oberschenkel, Außenseite. Ja, wieder gut verwurzeln. Und jetzt geht's an. Wir spreizen ab. Schauen, wie gut es geht. Ja? Und zwar haben wir da 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Auslockern. Gehört dazu. Andere Standbein, auch da wieder, gehen wir nach außen wieder. 8, 7, hopsi, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Jawohl, auslockern, super. So, jetzt nehmen wir die Oberschenkel auch noch mit, ja. Bereit, eine haben wir noch, dann geht schon über in die Cooldown-Phase. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt in die Leichte, gehen in die Grätsche, schauen uns mal gut stellen und jetzt bewegen wir uns mit dem Gesäß von rechts nach links. Können da nach vorne gehen mit den Armen, ja? Die Profis gehen weiter nach unten und wir bewegen uns da von rechts nach links. Jawohl, gehen wir von einen zur anderen Seite. Super. Wenn wir trauen, Einsteiger machen es halt da oben, ein bisschen enger zusammen, ja, versuchen einmal und dann kann ich mich natürlich, ja, steigern. Geh weiter nach unten oder richtig schön tief, so gut es geht. Und wir haben noch circa 20 Sekunden, bleiben wir noch dran. Und noch 15. Und wir haben noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. So, Cool-Down-Phase ist angesagt. Dehnen C. Dazu, ja, stellen wir ein Bein hinter das andere. Und jetzt praktisch hier in der Verlängerung nehme ich jetzt meinen anderen Arm. Jetzt schaue ich, dass ich da so den Hüftknick zusammenbekomme. Und jetzt habe ich da praktisch die komplette Dehnung. Lasse die Atmung fließen. Dehnen Zeh. Atmung fließt. Da wirklich den Hüftknick zu haben. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kommen zur Mitte. Lockern kurz aus und jetzt das andere Bein nach hinten und auch da wieder in der Verlängerung. Schauen wir mal da, ja, die eine Seite ist bei mir auch ein bisschen, ja, die bin nicht so richtig da. Hüftknick und wieder die komplette Dehnung, die wollen wir haben. Atmung fließt. Und wir haben noch 5,
4, 3, 2 und kommen zur Mitte. Herrlich! Den inneren Schweinehund, da ist er, den inneren Schweinehund, den haben wir heute wieder gemeinsam besiegt. Und gemeinsam macht es ja viel mehr Spaß. Also super, dass ihr mit dabei seid. Ich bin stolz auf euch, freue mich schon auf morgen, Donnerstag, der Sesseltag. Ja, und ich verabschiede mich mit einem Klassiker: Trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen. Boom, 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 boom.